Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge meines Strickpodcasts Everything Fiber. Schön, dass du wieder mit dabei bist und falls du neu hier auf meinem Kanal bist, mein Name ist Christina und hier dreht sich alles rund um Fasern, wie der Name schon sagt, Everything Fiber. Ich stricke, ich färbe, ich webe, ich spinne, also alles, was mit Fasern zu tun habt. Und was ihr da gerade am Anfang gesehen habt, ich fange gleich an, ist der Nerdschatzwetter. Der ist wieder mit dabei, aber dieses Mal ein fertiges Stück und es passt mir auch. Ich zeige euch hier ein Bild, wie er getragen aussieht. Ich war in super Stricklaune letzte Woche und habe ihn innerhalb von 2 Tagen fertig gestrickt, also den Körper und die Ärmel angestrickt und ja, endlich habe ich ein Stück, das ich tragen kann, das fertig ist. Die Modifikationen, die ich gemacht habe, war das Bündchen. Ich habe das Bündchen zweifärbig gemacht, sowohl bei oben beim Hals als auch bei den Ärmeln, als auch unten. Das ist normalerweise in einer Farbe und ich muss sagen, es gefällt mir super gut, so wie es jetzt geworden ist. Und ich werde auch noch weitere stricken, wo ich auch ein bisschen mit den Farben spielen werde. Ich habe in meinem älteren, ich glaube im ersten oder zweiten Video meines Podcasts erzählt, die Geschichte vom Nerdschatzwetter. Ich möchte es kurz nochmal wiederholen, warum das fünfte Stück ist und das erste Stück, das ich jetzt, beziehungsweise das zweite Stück eigentlich, das ich tragen kann. Der Nerdschatzwetter Nummer 1. Ich zeige euch hier ein Bild, wie er getragen aussieht. Den habe ich gestrickt, einfach meine Maße genommen, in der Anleitung geschaut, entsprechend der Maße, wie viele Maschen muss ich wofür anschlagen und habe ihn gestrickt. Und als er fertig war, man sieht es auf dem Bild, er ist nicht zu groß, aber mir ist er unten zu weit. Ich habe es lieber ein bisschen enger. Ich trage ihn auch, also kein Thema. Aber er war halt nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, dass er aussieht. Vor allem auch, weil er auf den Anleitungsbildern auch nicht so aussieht. Ich zeige euch hier, wie er dort aussieht. Also er ist nicht so weit von Natur aus. Ja, also habe ich Nerdschatzwetter Nummer 2 angeschlagen und einfach, ich glaube, 2 Nummern kleiner gestrickt, weil ich mir gedacht habe, wenn der erste so groß ist mit dieser Größe, dann stricke ich ihn einfach 2 Nummern kleiner. Das müsste dann eigentlich passen. Also ich habe den Pullover ausgemessen und die fertigen und die Angaben aus der Anleitung angeschaut und habe dann beschlossen, okay, ich stricke ihn 2 Nummern kleiner, das sollte dann eigentlich funktionieren. Ihr seht hier auf dem Bild, das hat nicht funktioniert, der war mir viel zu klein. Also ich muss mich da wirklich hineinquetschen in den Pullover. Ja, und dann habe ich muss sagen, die ersten 2 habe ich ohne Strickprobe gestrickt. Ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Strickproben-Faultier, muss ich zugeben. Ich denke mal, wozu braucht man Strickproben? Da hat sich jemand so Mühe gemacht, die Anleitung in verschiedenen Größen auszutesten. Wozu soll ich jetzt nochmal eine Strickprobe machen? Aber die Strickprobe hat dann eben ergeben, dass ich viel zu locker stricke. Locker, ja. Also, dass die Teile viel zu groß werden, wenn ich jetzt einfach nur nach der Anleitung gehe. Und so habe ich den Nerdschatzwetter Nummer 3 angeschlagen, eine Strickprobe gemacht und dann anhand dieser Strickprobe ausgemessen, also ich brauche beim fertigen Pullover die und die Breite. Ich habe so und so viele Maschen auf 10 cm, Hausnummer, ich brauche 1 Meter rundherum. Das heißt, ich muss so und so viele Maschen anschlagen und habe dann anhand dieser Angaben den dritten Nerdschatzwetter gestrickt. Ich kann euch leider kein Tragebild zeigen, aber ich zeige euch die Farbe, die ich gestrickt habe. Das war ein Rosa und er hat dann beim Körper auch gut gepasst, nur habe ich bei der Racklernabnahme irgendeinen Fehler gemacht. Die wird gemacht, also man nimmt eine Reihe lang bei beiden, also bei Ärmel und Körper ab und dann wird Muster gestrickt und bei der nächsten Reihe wird nur beim Körper abgenommen. Das heißt,
jede zweite Abnahme erfolgt nur bei den Ärmeln und irgendwie habe ich da was falsch gemacht und ich glaube, ich habe es verdreht. Ich habe beim Körper nur jede zweite Abnahme gemacht und bei den Ärmeln jede Abnahme. Auf jeden Fall war es unmöglich, mit den Ärmeln hineinzukommen, weil er hier bei den Schultern extrem eng und ja, ich habe es nicht geschafft, den anzuziehen. Also ich habe mich da irgendwie vertan und mir hat er nicht gepasst. Ich habe relativ starke Oberarme. Wie gesagt, vom Körper her super, aber die Arme waren, ja, ich konnte ihn nicht anziehen. Den ersten, den zweiten Sweater habe ich noch, den dritten habe ich dann einer guten Freundin geschenkt. Ich habe ihr ein Bild geschickt von dem Pullover und gefragt, ob ihr die Farbe gefällt. Und wenn er ihr passt, kann sie ihn gerne haben, weil mir passt sie leider nicht. Und er hat ihr super gepasst und sie hat eine große Freude mit dem Pullover. Ja, also er konnte wenigstens weiter verwendet werden und es hat jemand eine Freude damit. Die Wolle, die ich da verwendet habe, dieses Rosa, habe ich dann mit Mühe und Not noch einmal bekommen. Das war bei dort, wo ich es ursprünglich bestellt habe, ausverkauft, aber ich habe es dann noch einmal bestellt und habe dann mit der gleichen rosa Farbe den vierten Nurtured-Sweater angeschlagen. Man muss dazu sagen, ich habe mir dann Gott sei Dank beim vierten, also der dann gepasst hat vom Körper her, die, na, Notizen gemacht. Also ich habe wirklich geschrieben, so viele Maschen mit dieser Nadelstärke angeschlagen für die Hände, für die Ärmel. Diese Zunahme, am Ende so viele Maschen und das gleiche auch für den Körper gemacht. Wobei ich jetzt bei der Abnahme dann zum Schluss keine Notizen mehr gemacht habe, die war ja sowieso falsch, weil ich ja bei den Ärmeln viel zu eng war. Und habe dann den vierten Nurtured-Sweater genau nach dieser Anleitung gestrickt, auch wieder in dem Rosa. Und habe ihn dann, ich glaube Ende Februar, habe ich ihn dann fertig bekommen. Gerade rechtzeitig zum Skiurlaub und der hat wirklich super gepasst. Also von der Länge, von der Weite, von den Ärmeln, alles tipptopp. Ich habe ihn dann auch während dem Skiurlaub relativ oft getragen, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin. Also wir haben einen Hund und die ganze Familie fährt Ski und ich muss leider auf den Hund aufpassen. Also der bleibt uns nicht alleine und ich möchte ihn nicht zu Hause lassen. Also ich könnte ihn auch gar nicht zu Hause lassen. Und ja, also ich war früher Skifahren, aber seit wir den Hund haben eben nicht mehr. Also ich bin jetzt nicht böse, dass ich nicht Skifahren kann. Ich muss nicht unbedingt. Ich bin dann eben mit dem Hund unterwegs, lange Spaziergänge und ja, habe dann den Pullover, wie gesagt, bei den Spaziergängen getragen. Habe ich super gefreut, weil er urtoll ausgeschaut hat und vom Tragegefühl her ganz super war. Ja, und wir sind dann vom Skiurlaub nach Hause gekommen. Ich habe die Wäsche gleich in die Waschmaschine gepackt, ein Teil davon. Und als ich sie herausgenommen habe, habe ich gemerkt, dass da mein Pullover mit dabei war und er war nicht mehr tragbar. Also er hat sich nicht total verfilzt gehabt, aber er war ziemlich verfilzt und ist auch eingegangen. Ich habe ihn anziehen können, aber er war einfach vom Tragegefühl her total steif und fest, eben verfilztes Wollmaterial. Und ihr könnt euch denken, dass ich fix und fertig war, weil ich habe eben bei der vierte Versuch und der Pullover ist super geworden. Und ja, dann passiert mir so etwas. Und ja, aber ich habe nicht aufgegeben und eben Nummer 5 angeschlagen, dieser hier. Und der ist jetzt fertig und der kommt nicht in die Waschmaschine. Meine Schwester hat schon gewitzelt, wie lange ich den tragen werde. Nein, der kommt nicht in die Waschmaschine, der wird entweder nie gewaschen oder eben nur mit Handwäsche gewaschen. Ich habe auch ein paar Socken, die ich euch später zeige und auch bei Socken, die schmeiße ich normalerweise in die Waschmaschine, aber das werde ich jetzt auch nicht mehr tun, sondern einfach, was weiß ich, einmal die Woche oder muss man ja gar nicht, alle 2 Wochen einmal eine Wollhandwäsche machen mit allen Wollsachen, die ich habe. Ja, wie gesagt, ich habe eine große Freude. Der fünfte Nurtured-Sweater ist fertig. Und ich kann ihn tragen, ich zupfe ja immer Katzenhaare herunter, die der Theo hier hinterlassen hat. Ich zeige euch nochmal ein Bild, wie er getragen ausschaut. Also ich finde, er passt von der Länge, von den Ärmeln, von der Weite, wie ich es gerne hätte. Also super toll für mich. Irgendeinen Fehler, oder ich weiß nicht, was es ist, das war bis beim letzten, ist mir das auch schon passiert. Und zwar oben werden verkürzte Reihen gestrickt. Und entweder habe ich zu wenig Maschen. Ich weiß nicht, was es ist. Diese verkürzten Reihen werden ungefähr von hier bis hier und gehen dann über den Rücken, damit es beim Rücken ein bisschen länger ist. Und bei mir kreuzen sich die aber vorne. Also das heißt,
Ich stricke eine Reihe. Die Anleitung sagt, glaube ich, 10 Maschen nach der Raglanabnahme wenden und dann stricken, stricken, stricken und wieder 10 Maschen nach der Raglanabnahme, also auf der anderen Seite. Und das überkreuzt sich bei mir jedes Mal, also was jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache ist, denke ich. Also werde ich jetzt dann schauen, was da der Fehler ist und das vielleicht den dann auch beheben kann. Also Nerdschatzwetter Nummer 5. Und ich betone Nummer 5 deswegen, weil Nerdschatzwetter Nummer 6 ist schon in Arbeit. Das ist mein aktuelles Projekt auf den Nadeln und zwar in dieser Farbe. Das ist übrigens genau dasselbe Rosa wie Nummer 3 und Nummer 4. Die habe ich allerdings nur in Rosa gestrickt. Und da hier habe ich jetzt ein lila Bündchen und irgendwie erinnert mich das an, ich weiß nicht, My Little Pony, Meerjungfrau. Aber ich finde, die zwei passen super zusammen. Das Lila ist die Drops Charisma. Die ist 100% Wolle, 50 Gramm, 100 Meter. Und die Farbe ist Lavendel Mix Nummer 74. Und das Rosa dazu, ich glaube, das ist die Drops Lima. Und zwar ist das die Farbe 002 Blush Mix. Also das ist der Nurture-Sweater Nummer 6. Ich bin jetzt schon beim, also der Ärmel, ich glaube, das sind jetzt noch zwei Zunahmen und dann noch ein bisschen weiter stricken. Ich glaube, 30 Reihen ungefähr fehlen mir noch, dann ist der Ärmel Nummer 1 fertig. Das ist für mich auch so ein Projekt, das ich gerne mitnehme, wenn ich irgendwo bin. Letztens war ich beim Friseur oder wenn ich Kosmetik irgendwo bin oder wenn ich beim Arzt warten muss. Wenn ich weiß, ich habe einen Arzttermin, zwar mit Termin, aber bei Ärzten ja bekanntlich muss man meistens warten, dann nehme ich dieses Teil gerne mit, weil es ist eben ein einfaches Muster. Ich muss nicht dauernd schauen, wird zugenommen, abgenommen, verschränkt, glatt, links, rechts. Also das Muster ist sehr einfach. Und es ist jetzt auch, sage ich mal, wie ein Socken so groß zu mitnehmen, der Ärmel zum Beispiel. Zweiter Ärmel dann auch und auch der Körper. Es wird dann natürlich mühsam zu mitnehmen, sobald man die Ärmel angestrickt hat. Aber das ist dann meistens etwas, was ich zu Hause mache und dann auch relativ schnell, weil ich dann eben fertig werden will. Also hier der Nerdschatzwetter Nummer 6. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich da jetzt ein bisschen ausführlicher darüber besprochen habe, aber er kommt in jeder Folge vor und irgendwie erwähne ich immer nur ein bisschen, was mit den vorigen passiert ist und jetzt habe ich endlich die ganze Geschichte zu diesem Pullover erzähle. Und ich stricke ihn deswegen, weil er mir einfach gut gefällt. Und ich denke, also ich bin jemand, der, wenn mir etwas gut gefällt und auch passt, dann habe ich gleich mehrere davon. Also ich mache das zum Beispiel auch bei Schuhen. Ich bin jetzt so, sage ich mal, ich will jetzt nicht klischeehaft klingen, aber nicht die typische Frau, die 100.000 Schuhe zu Hause hat. Ich finde mir irrsinnig schwer Schuhe, die mir gefallen und auch passen. Aber wenn ich dann welche habe, wo ich 100% überzeugt bin, dann kann es passieren, dass ich mir die gleich zweimal kaufe, weil falls das erste Paar dann ausgetragen ist oder irgendwie Ding ist, dann habe ich ein zweites noch davon. Und so ist es bei mir eigentlich bei Kleidung auch. Also ich habe nicht Unmengen von Kleidung. Ich kaufe überlegt Kleidung. Und wenn ich dann etwas finde, was mir gefällt und mir auch passt und ich ganz toll finde, dann kaufe ich das zwei. Dreimal und das habe ich dann in meinem Kleiderschrank und das wird dann aber auch getragen bis zum, sage ich jetzt mal, bitteren Ende, weil mir das dann eben wirklich gefällt und ich zu 100% überzeugt bin von diesen Teilen. Also Nerdschatzwetter Nummer 6. Er begleitet euch weiter. Keine Angst. Für alle, die jetzt Angst gehabt haben, dass der nicht mehr vorkommen wird, weil er jetzt fertig ist. Nein, nein, also der begleitet mich noch oder begleitet uns noch ein Weilchen in meinen Videos. So, was habe ich noch auf den Nadeln? Ja, das Uma Cape. Ich habe jetzt nachgeschaut, wie man das ausspricht. Und zwar heißt es Eggio. Eggio Knit. Also das Uma Cape ist von Eggio Knit. Schreibt man AE Gustav Y O Knit. Aber es ist koreanisch und wird ausgesprochen Eggio. Eggio Knit. Das Uma Cape. Ich habe noch nicht wirklich weiter gestrickt. Ich bin immer noch kurz vor der Fertigstellung der Schultern.
Ich glaube, seit dem letzten Video habe ich da nicht weiter gestrickt. Ja, die Wolle ist, Schummelzettel umdrehen, die Wolle ist Drops Nord Mix, das ist dieses Grau. Und das zweite dazu ist von Woll mit Werve Kit Silk Lace, die Farbe 20231994. Diese zwei halte ich zusammen. Der Unterschied zu meinem vorherigen Umma Cape, also das ist das zweite, das ich stricke. Ich zeige euch hier, wie das erste ausgeschaut hat. Der Unterschied zum ersten ist, dass ich hier diesen Rand anstricke, außen und auch innen. Das ist so ein kleines Bündchenmuster am Rand. Mal schauen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Und ich stricke es auch eine Nadelstärke kleiner, damit es nicht so, damit es vom Strickgefühl her ein bisschen kompakter ist. Ich höre hier eine lästige Fliege. Ich hoffe, ihr hört sie nicht. Ich habe vorher versucht, sie aus dem Fenster zu lassen, aber irgendwie wollte sie nicht. Also falls ihr da dieses Gesumme hört, entschuldige ich mich gleich mal dafür. Das Umma Cape ist mein zweites Projekt, das ich auf den Nadeln habe. Ein drittes Projekt hätte ich euch heute gerne gezeigt, aber ich habe die Wolle erst vor einer halben Stunde bekommen. Ich mache gleich mit euch ein Unpacking von der Wolle. Genau, ich wollte noch was zu meiner Yella-Weste sagen. Ich zeige euch hier, wie sie aussieht. Ich habe ja bei der Knopflochleiste irgendeinen Hund drinnen gehabt. Und ich glaube, ich weiß jetzt inzwischen auch schon welchen, denn ich habe mir die Anleitung noch einmal genauer durchgelesen und es wird nicht einfach nur rundherum gestrickt, sondern es steht dabei, bei jeder 10. oder 11. Reihe muss man irgendwas, eine Zwischenreihe stricken oder so irgendwie. Und ich glaube, das war der Fehler, den ich gemacht habe. Das habe ich überlesen und nicht gemacht und deswegen zieht sich die Knopfleiste so zusammen. Und ich habe euch im letzten Video gefragt, was ihr machen würdet, ob ihr sie auftrennen würdet, neu stricken. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine Entscheidung für mich getroffen. Es waren eure Meinungen auch geteilt. Die einen sagen, ja, ich würde es auftrennen, die anderen, nein, nicht. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal getragen und manchmal stört es mich, manchmal nicht. Das ist ganz komisch. Aber was ich wahrscheinlich machen werde, ist zumindest die Knopflöcher auftrennen, weil ich finde, dass 4 Knöpfe zu viel sind. Es sind von Haus aus eigentlich auch nur 3 geplant. Ich habe es wieder mal zu gut gemeint und habe 4 Knopflöcher gestrickt. Also das werde ich vielleicht ausbessern, dass es nur 3 sind. Und je nachdem, vielleicht schaue ich, wie gut sich das auftrennen lässt, weil es ist ja Mohair mitgestrickt und das verhängt sich natürlich leicht. Schauen wir mal, ob sich das leicht auftrennen lässt oder nicht und wie motiviert ich bin, dass ich vielleicht doch die ganze Knopfleiste auftrenne und neu stricke und eben mit diesen Zwischenreihen, damit ich sehe, ob das der Fehler war, den ich da gemacht habe. Wahrscheinlich ist es ist hundertprozentig der Fehler, weil, wie gesagt, ich habe es nicht gemacht und es steht in der Anleitung aber drinnen. Und es steht auch es steht vielleicht nicht, wie soll ich sagen, nicht so verständlich drinnen, wozu diese Zwischenreihen sind. Weil es steht, glaube ich, drinnen, damit es fester am Rand anhaftet. Und ich glaube, es ist aber damit gemeint, damit es nicht so viel zusammengezogen wird. Ja, also die wird wahrscheinlich in einer meiner nächsten Folgen auch noch einmal vorkommen, falls ich da irgendwas ändere. Mal schauen. Ja. Wie in meinem letzten Video erwähnt, habe ich letzte Woche Geburtstag gehabt und ich habe ein paar nette Strickutensilien-Sachen bekommen, beziehungsweise Gutscheine eben von Knitting for Olive, von meinen Kindern und von Zauberwiese. Kurz an dieser Stelle, alle Produkte, die ich hier erwähne, habe ich mir selbst gekauft. Also da wird nichts gesponsert, ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich sie erwähne. Die Meinungen, die ich sage, das ist meine Meinung, so wie ich das sehe. Also es ist nichts gesponsert und nichts. Also von Knitting for Olive habe ich einen Gutschein bekommen und von Zauberwiese. Bei Zauberwiese kaufe ich mir immer meine Stricknadeln. Ich verwende die von Chai Gu. Ich habe da auch schon eine
große Sammlung, aber immer wieder komme ich drauf, dass ich doch noch was brauche. Mehr darüber seht ihr dann in meinem Video, das immer noch in Planung ist von meinen ganzen Strickzubehör, das ich euch gerne vorstellen möchte. Da gibt es dann mehr über die Chaigu-Nadeln, aber ich schwöre auf die. Und die sind wirklich, also sie sind, haben einen stolzen Preis, sie sind nicht ganz billig, aber sie sind wirklich jeden Cent wert. Also ich liebe sie. Ich habe da jede Menge Seile, Spitzen, alles Mögliche von diesen Nadeln. Deswegen habe ich mich über den Gutschein auch gefreut, weil ich da schon wieder eine Liste, kleine Liste habe, was ich da nicht alles brauche. Ja, von meiner Schwester habe ich zum Geburtstag, sorry für die kurze Unterbrechung, aber die Kamera hat sich ausgeschalten, weil sie zu heiß geworden ist. Ich fürchte, das wird jetzt noch einmal passieren. Keine Ahnung, ist mir bis jetzt noch nicht passiert, aber hat es mir gerade angezeigt und weg war ich. Also, wo war ich genau? Meine Schwester hat mir zum Geburtstag jede Menge Socken gestrickt. Also ich habe ihr die Wolle dazu zur Verfügung gestellt, weil ich jede Menge davon hatte, von Sockenwolle. Und sie hat dann mehrere Nachtschichten eingelegt und ich habe insgesamt 4 Paare von ihr bekommen, die ich euch gerne zeigen möchte. Also ich habe ihr die Wolle gebracht und sie durfte entscheiden, wie sie sie kombiniert. Sie durfte auch entscheiden, welches Muster sie strickt. Das Einzige, worum ich sie gebeten habe, ist, dass sie meine Zehen übernimmt. Und zwar sind das, ich zeige es euch jetzt, diese glatten Zehen, die mit dem Kitchener-Stitch enden. Normalerweise zieht sie einfach die letzten Maschen zusammen und macht so einen Knubbel. Und dieser Knubbel stört mich ungemein in meinen Schuhen. Und ja, das Muster ist immer das gleiche. Falls es da eine Anleitung dazu gibt, muss ich sie fragen. Verlinke ich sie euch bzw. blende ich sie euch ein. Ja, ich zeige euch mal die Socken, die sie mir gestrickt hat. Einmal dieses Paar hier. Diese Farbkombi Senf, Farbverlauf. Die Socken trage ich meistens zu Doc Martens Stiefletten. Also ich habe 2 Paar von diesen Stiefletten und ich liebe das, wenn dann oben diese Socken rausschaut. Deswegen sind sie relativ lang, falls sich da von euch jemand wundert. Also ein Paar Socken. Das finde ich auch ganz toll mit diesen Neon einsetzen. Ich zeige es ein bisschen von hinten. Das zweite Paar. Das hier ist das dritte Paar. Das hat auch irgendetwas. Also es ist jetzt nicht so bunt, aber ich finde das für Winter so Military Look, würde ich sagen. Sie sind noch nicht gewaschen und ich muss auch noch die Enden vernähen. Das ist etwas, was meine Schwester überhaupt nicht gerne macht und ich habe gesagt, na, musst du nicht, mache ich dir. Und das ist mein absolutes Lieblingspaar von den Farben her. Ich finde das so toll, dieser Farbverlauf mit den rosa Sockenspitzzehen und den sandfarbenen Ferse. Also echt toll. Ich versuche sie noch einmal alle gemeinsam hierher zu halten. Vielleicht schaffe ich das. Dann seht ihr sie. Hoppala, eine noch. Also wie gesagt, war das Geschenk meiner Schwester an mich zum Geburtstag. Diese ganz vielen tollen Socken. Ich habe noch Zeit, sie zum Vernähen. Es kommt jetzt der Sommer, da werde ich diese Stiefletten und diese Socken nicht tragen. Aber für den nächsten Winter, ich muss sagen, ich habe 4 oder 5 Paar selber gestrickt im Laufe des letzten Jahres. Und die haben sehr gelitten über den Winter, weil ich sie wirklich täglich, also nicht jedes Paar, aber ich habe täglich diese Socken getragen und wie gesagt, einfach nur in die Waschmaschine geworfen. Ich glaube, das hat auch nicht dazu beigetragen, dass sie länger halten. Ich habe daraus gelernt. Ich werde jetzt die anderen Socken immer mit Handwäsche waschen und trocknen. Oh, ein paar habe ich noch, aber das habe ich euch, glaube ich, letzte Woche schon gezeigt, im letzten Video, weil das hat sie mir schon vorab gegeben. Also 5 Paar insgesamt habe ich schon bekommen und ich glaube, 2 oder 3 bekomme ich noch von ihr. Ja, und wie gesagt, der zweite Gutschein war Knitting for Olive. Da habe ich mir Wolle bestellt und die ist heute gekommen. Und die werden wir jetzt gemeinsam auspacken. Ich habe auch schon ein Strickprojekt. Also ich habe mir ein paar Musterfarben bestellt. Sorry, wenn das jetzt da raschelt. So, ich fange einmal an mit den Musterfarben, die ich mir bestellt habe.
glaube, das sind die drei, ja, genau. Und ja, die Kamera war jetzt leider wieder aus und ich befürchte, bis zum Ende des Videos wird das noch einmal passieren wegen der Wärme. Ich muss schauen, woran das liegt. Wie gesagt, bis jetzt war es noch nicht so. Also, ich habe mir Muster bestellt, Musterfarben. Und zwar hat Knitting for Olive neue Farben von Cotton Merino herausgebracht. Und diese habe ich auf Instagram gesehen und ich war sofort angefixt. Ich liebe diese Farbe. Und zwar nennt sich die Lime Yellow, Farbe 9780. Ist 70% Merino, 70% Baumwolle, 30% Merino. Aber schaut euch diese Farbe an. Ich finde die so super. Ich habe einen Pullover, einen gekauften, muss ich dazu sagen, mit dieser Farbe. Und ich finde die so geil. Ich muss jetzt sagen, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt sage, aber ich finde diese Farbe so geil. Und ich war mir nicht sicher, ob sie, also auf dem Bild hat sie schon so toll ausgesehen und ich war mir nicht sicher, ob sie auf dem in echt auch so aussieht, weil Bilder sind ja meistens ganz anders, aber die ist Hammer. Also da werde ich definitiv mehr bestellen und ich habe auch schon ein Projekt im Kopf. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich zeige es euch hier, wo ich mir vorstellen könnte, wo das gut ausschaut. Und die zweite ist auch Cotton Merino, ist Strawberry Ice Cream. Die finde ich auch schön, die ist so ein meliertes Rosa. Das sind eben die zwei, die ich von der Cotton Merino bestellt habe. Die zwei Farbmuster. Und dann habe ich noch von Merino das Quince bestellt. Das sieht so aus. Das ist dem ein bisschen ähnlich, aber ich finde das Knalligere viel besser. Davon habe ich auch das Mohair. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die... Nein, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Und das möchte ich eben gemeinsam mit der Mohair in der Farbe Quince verstricken. Das waren meine Proben und die eigentliche Wolle, also ich muss sagen, es sind diese zwei hier zum Beispiel beide Merino, aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf dem Video erkennen könnt, die schauen ganz anders aus, also sie fühlen sich auch anders an, das fühlt sich viel rauer an irgendwie und das ist super weich, ist auch viel schöner gewickelt. Das ist jetzt schon der zweite Strang, also die zweite Farbe, die so, ich weiß nicht, so komisch ist. Ich muss mal nachfragen, was das ist. Aber jedenfalls habe ich hier die Knitting for Olive Merino in der Farbe Wheat. Weizen, glaube ich, ist Wheat. Und die möchte ich zusammen, Moment, ich hole das kurz her. Das habe ich da hinten. Ich habe euch da jetzt schon gezeigt. Und zwar möchte ich die mit diesem hier gemeinsam verstricken. Ich glaube, die zwei passen jetzt gut zusammen. Ich hatte da letztens ein Strickmuster. Moment, ich hole es noch einmal her. Und zwar war das dieses hier. Und ich sehe, das ist auch so rau, komisch. Ich hatte die zwei zusammen verstrickt und das hat mir nicht gefallen. Das war mir zu kühl. Und jetzt habe ich dieses hier dazu gekauft. Und die zwei, glaube ich, passen super zusammen. Und zwar werde ich da das neue Strickmuster von Ekio Knit stricken. Die hat letzte Woche so einen super tollen Pullover herausgebracht. Ich zeige euch hier ein Bild, wie der ausschaut. Er heißt, ich habe mir es aufgeschrieben, Juicy Go. Schreibt sich Gustav Ulrich Jutta Otto. Und ich habe, nachdem sie koreanisch, aus dem Koreanischen ihre Bezeichnungen hernimmt, habe ich das Google Translate hineingegeben und mir das angehört und das spricht man Juseyo aus anscheinend. Wie gesagt, ich Bild seht ihr hier, wie die ausschaut und ich glaube, das ist mit dieser Farbkombi ganz, ganz toll. Und wenn ich jetzt noch einmal aufstehen darf, ich mache heute Kilometer neben dem Video, ich habe mit einer, also mit derselben auch einer Knitting for Olive Merino, die wird dann bei dem Pullover zweifach genommen, die Merino und eben das Mohair dazu, eine Strickprobe gemacht, aber mit einer anderen Farbe, jetzt nicht mit der eigentlichen Farbe, weil die hatte ich noch nicht und die sieht so aus. Das ist die Strickprobe für den Pullover, eben doppelt Knitting for Olive Merino und das passende Mohair dazu. Und das wird ein ganz toller Pullover. Also auf den freue ich mich schon. Eigentlich wollte ich euch, wie gesagt, den schon angeschlagen
zeigen, aber die Wolle ist heute erst gekommen. Und so haben wir jetzt gemeinsam dieses Unpacking gemacht. Freut mich, dass ich das auch mal machen kann. Ja, das war's mit meinen Stricksachen. Fertiggestellt etwas. Angefangen, ja, den sechsten Nurture-Sweater. Und auf den Nadeln eben das Uma Cape und neue Projekte, die ich stricken möchte. Also da werde ich sicher bald anfangen. Ich habe heute Abend ein Klassentreffen und von diesem Klassentreffen aus fahre ich dann gleich weiter in einen kleinen, sage ich jetzt, Mini-Urlaub übers Wochenende. Und da werde ich definitiv die Wolle mitnehmen und den Pullover anschlagen. Auf das freue ich mich schon super. Und natürlich darf der Nurture-Sweater auch mit, so als Nebenher-Projekt. Ja, das war die 15. Folge meines Strick-Podcasts. Ich hoffe, euch hat euch wieder gefallen, was ich zu erzählen hatte. Ich wiederhole mich hoffentlich nicht so oft mit meinem Nurture-Sweater. Wie gesagt, der ist jetzt auch in der 15. Episode wieder mit dabei. Wie immer, hinterlasst mir gerne in den Kommentaren, woran ihr gerade arbeitet, während ihr mein Video schaut. Und eigentlich wollte ich ja am Ende eine kleine Rubrik einführen, wo ich Videos vorstelle, die ich schaue, während ich stricke. Aber irgendwie habe ich das verpennt und somit wird das auf die nächste Folge verschoben. Ich schreibe mir das gleich auf, weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich einfach irgendwelche Namen nenne, weil ich möchte die auch wirklich schön und korrekt vorstellen mit allem drum und dran. Ja, ihr dürft gerne auch Kritik hinterlassen. Was hat euch gefallen? Positive Kritik, aber auch gerne negative Kritik bzw. Anregung. Was kann ich besser machen? Worüber würdet ihr gerne mehr hören? Was könnte ich anders machen? Ich bin da sehr offen dafür und freue mich, wenn da irgendjemand konstruktive Kritik hinterlässt. Thema meine Schwester im Video. Ich habe jetzt noch nicht mit ihr gesprochen. Also ich habe noch keine definitive Zusage, aber ich arbeite daran, dass sie in einem der nächsten Videos mit dabei sein wird. Bitte fleißig weiter einladen in euren Kommentaren, dass ihr euch freuen würdet, wenn sie mit dabei ist. Ich zeige die dann alle und dann kann sie eigentlich nicht Nein sagen, sage ich jetzt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Videos gehen online alle 14 Tage, immer freitags 13 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like hinterlässt, beziehungsweise natürlich auch super über ein Abo bei meinem Kanal, damit ihr keine Folge mehr versäumt. Ich bin immer überwältigt, wenn ich hin und wieder in meine Statistiken hineinschaue und dann sehe, wie viele neue Follower ich habe, also Abonniere ich habe, die meinen Kanal abonnieren, weil das zeigt mir, dass was ich erzähle, auch Leute interessiert und die sich meine Videos gerne anschauen. Ihr sagt mir das auch jedes Mal in den Kommentaren unten, wie sehr ihr euch über meine Videos freut und das motiviert ungemein, weiterzumachen und mich herzusetzen. Auch wenn es zugegebenermaßen manchmal stressig ist, so wie heute, weil ich habe eben auf diese Wolllieferung gewartet. Das Video geht morgen online, also heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag und ich habe heute noch jede Menge zu tun und hoffe, dass sich das alles ausgeht und ich das irgendwie noch schaffe, dass dieses Video auch pünktlich morgen um 13 Uhr online geht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit, wann immer ihr mein Video auch schaut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!